tolles Ding entdeckt hier. Naja. Stufe 2 sind wir auf jeden Fall schon. Stabiles Ding hier. Hier sind ein paar Tunden, die ein bisschen putzen müssen hier. Und durchs Feuer laufen. Au, heiß. Was bist du denn für ein olle Dunkelelf oder was? Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Was ihr dem Jarl sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Nee, glaube ich ja nicht. Ich denke gerade nach. Ich will mir anhören, was er zu sagen hat. Flusswald soll auch in Gefahr sein? Das sieht so ein bisschen aus wie von... Wenn Herr der Ringe kennt, der von Rohan, der König. Der hat ja auch so komische Locken. Der später in Wahn verfällt. Alvor, der Schmied, nicht? Ja, der Alvor, der Schmied. Aus Flusswald. Und ihr seid euch sicher, dass Helgen von einem Drachen zerstört wurde? Es war kein außer Rand und Band geratener Überfall der Sturmmäntel? Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber ne, es geht halt, stopp! An, wen die Kaiserlichen hinrichten ich wollen. Wurde zu Unrecht beschuldigt, ja? Was haben wir doch eben gehört. Ist, was genau ist in Helgen passiert? Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Wollen Sie mich rausschicken, oder was? Wollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Hi. Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Einen Augenblick. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt... Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrics Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbringt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Richtig. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen. Ja, hab ich doch gewusst, ich bekomme eine Stahlrüstung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesem Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ist mit subtilen Hinweisen okay. Seine Gedanken in Richtung Krieg lenken. Oh, der hat auch einen sexy Oberarm. Erstmal die neue Rüstung hier anziehen. Stahlrüstung. Wie hat er keine Beine? Nur eine Stahlrüstung. Oh Mann. Auf euch wird er hören. Bleibt mir mit euren Intrigen vom Leib, Ronga. Wenn ihr dem Jarl etwas... Wie, warte mal, ich muss ja gucken, ob ich jetzt... Sagen okay, ne, passt schon. Tut es gefälligst. Aber ich habe noch keine Handschuhe, wie es aussieht hier. Ich bin auch eine Kante, Mann. Unglaublich. Hi. Faringar. Ben Chuck Norris. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Also, wo ist der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ja, egal. Ich werde Vater sagen, dass ihr das gesagt habt. Der zieht euch. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Natürlich. Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Nee, warum auch? Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was?
Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Hört sie einfach an. Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, da war ich ja eben. Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. Oh, fail. Leute, bis gleich. So Leute, ich bin wieder da. Da ist ein Let's Play. Jetzt wüsste nichts dran rumgeschnippelt, ja. Life is life. True story. YOLO, würde ich mal sagen, ja. Ihr wisst ja, wie es läuft. Das auf zum Ölsturz Hügelgrab mit euch. Wollt ihr noch was fragen? Und ich dachte, ein Schüler, der so, genau. Waffen verzaubern, das ist ein ganz wichtiges Thema hier. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Ach der so. Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Alles klar. Ja. Mal gucken, was er zu verkaufen hat. Ich denke, das wird euch gefallen. Jo, 1400, übertreib. Alter. Ich kann wahrscheinlich hier die Dings verkaufen. Ja, dies kann ich hier verkaufen. Was? Hä? Nur 900 ist? 99? Das war doch 300 wert. Da muss ich mal bei mir gucken. Hier stand doch, wer hat 300? Natürlich, Jarl Balgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. So, jetzt geht's ab. Yeah. Okay, und. Oh, eine schöne Spinne. Die Frostbissspinne. So. Wenn ihr in Richtung Osten unterwegs seid, dann solltet ihr Hilgrunds Grab meiden. Das Problem mit diesen alten Grabmälern sind die Toten. Okay. Also erstmal M gucken. Wo muss ich denn jetzt überall hin? Ich muss... abbrechen, hä? Nein. Ich wollte das nicht markieren. Ja, ach, da oben muss ich hin. Okay, nach Flusswald kann ich mich aber begeben eigentlich. Ja, da möchte ich hinreisen. Ich meine, ich möchte euch jetzt nicht unnötig mit dem Fußmarsch belästigen, sage ich mal. Deswegen reisen wir dahin und laufen jetzt da hinten hin. Ich schätze mal, da hinten in den Bergen ist das irgendwo. Also ein Grab ist ja meistens irgendwo in den Berg eingemeißelt worden. Oder wie eher gesagt, unter den Berg, je nachdem, was es für ein Grab ist. Aber das werden wir gleich herausfinden, wie ich finde.
So, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Schwimmen kann er wahrscheinlich auch nicht, der Typ hier. Ah doch, kann er. Wie, lol. Das ist sogar wegen der Strömung. Oh. Nein. Wollte doch schon schön Hirsch braten. Vielleicht finde ich den ja hier noch. Den Hirsch. Mann, ey. Da hinten ist doch was. Hallo? Hallo. Hi. Riecht hier diese frische Luft? Wahrlich, das ist ein guter Ort, um ein Lied anzustimmen. Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Tana eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Was? Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Aha, interessant. Was ist hier für ein Deutsch-Englisch-Fehler? Talska de Reisende. Für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Was? Dafür habe ich jetzt bezahlt, dachte, bringen wir jetzt Redekunst bei. Möge es mir Segen mit euch sein. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht hat das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, Jesus Christ! Jesus! Wow! Oh Mann. Wie habe ich mich da bloß angelegt? Oh Mann. Wow! Ah, der ist nicht gut. Der ist nicht gleich tot. Bäm! Bäm! Digga! Weg mit dir! Stabiles Eisenschwert. Hier von wegen hier. Willst du mir nichts geben? So, weißt du was? Du kriegst jetzt erstmal einen schönen... Hä? Warte mal. So, Leute, wartet mal. Hier muss ich doch... Favorit? Achso. Erstmal... Schön... Hier kriegst du mal ein feiges Geschenk von mir, Digga. Von wegen, er will mir nichts beibringen. Heile ich mich erstmal hier noch. Okay. Ja, ich würde sagen, es war eine gute Übung. Da oben muss ich jetzt hin irgendwie. Jetzt mal hier muss man hoch. Ausgepowert bin ich jetzt zwar, aber
Das regeneriert sich schnell.